kommt das von der Unfähigkeit, mit sich selbst zu sein. Das ist sehr wichtig. Lernen, mit sich selbst zu sein. Nicht abgelenkt von sich selbst zu sein. Und die Voraussetzung für spirituelle Wissenschaft ist, sich zurückzuziehen zu sich selbst, um über sich selbst zu reflektieren. Davon kommt die Spiritualität. Sonst ist nur automatisches Denken. Der Buddhismus, Yoga ist gegen automatisches Denken. Automatisches Denken ist Feind von echter Menschlichkeit. Wir sind Menschen, indem wir diese Fähigkeit haben, nicht automatisch zu denken. Das machen die Computer für uns. Wir brauchen nicht, um zu bemühen. Aber nicht automatisch zu denken, das kann nicht der Computer machen. Das ist, heißt Intuition. Und Intuition ist ein Licht in der Dunkelheit. Wenn man Intuition hat, man wird sich bemühen, nicht automatisch zu denken. Wenn man sich bemüht, nicht automatisch zu denken, wird man auf andere Weise leben können. Dann, davon kommt die Freiheit. Obwohl man lebt in der Gesellschaft, man hat dieselbe Konzepte, man auch behält sich so, wie erwartet wird. Im Bedanken, man ist frei. Das ist diese spirituelle Juwel, das alle suchen. Im Gedanken frei zu sein. Nicht automatisch zu denken, nicht automatisch zu beurteilen.